Hallo. Heute ist der 23. April, das ist der Tag des heiligen Georg. Der heilige Georg ist der Schutzpatron der Pfadfinderinnen und Pfadfinder weltweit. Unter anderem auch der Schutzpatron von England und in Georgien ist er der Namensgeber sogar des Landes gewesen, also ein ganz berühmter Heiliger. Der heilige Georg wurde vom Gründer der Pfadfinder, Sir Baden-Powell, als Patron der Pfadfinder bewusst ausgewählt. Baden-Powell fand die Ritterlichkeit des heiligen Georgs besonders vorbildhaft und wollte die Pfadfinderinnen und Pfadfinder anhalten, so wie Georg auch ritterlich zu handeln, das heißt sich für die Schwachen einzusetzen. Der heilige Georg ist eine legendarische Gestalt. Wahrscheinlich geht er zurück auf einen Offizier aus der Armee des römischen Kaisers Diokletian, Ende des 3. Jahrhunderts. Der heilige Georg war Christ und ist dann wahrscheinlich im Jahr 305 bei der Christenverfolgung durch Diokletian entsprechend auch als Märtyrer für seinen Glauben gestorben. Der Legende nach hat der heilige Georg gegen einen Drachen gekämpft. Und zwar wurde ein Dorf von diesem Drachen heimgesucht und musste den Drachen zur Beruhigung jeden Tag zwei Schafe opfern. Und als alle Schafe im Dorf aufgebraucht waren, nahm man die Menschen des Dorfes, vor allen Dingen die Kinder. Und als das Los auf die Tochter des Königs fiel, da schritt der heilige Georg ein und erstach den Drachen mit seiner Lanze. Heute ist der heilige Georg eine Erinnerung daran, dass wir uns gegen die Drachen der heutigen Zeit zur Wehr setzen müssen. Gegen Hass, Ausgrenzung, Fremdenfeindlichkeit, gegen all die Dämonen und Drachen, die es in unserer Welt heute so gibt. Und da sind die Pfadfinderinnen und Pfadfinder eine gute Gemeinschaft, die sich aktiv dafür einsetzen. Insofern wünsche ich nicht nur allen Pfadfinderinnen und Pfadfindern, sondern euch allen, die ihr jetzt heute zuschaut, einen frohen und gesegneten Georgstag.